Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir wollten hier in Ryojin einbrechen für unseren Arbeitgeber, für Ryojin in Ryojin. Und ja, ist jetzt eine interessante Sache. Führe ein Nix-Programm auf Captain Shaws Computer aus und von wem noch? Und wir müssen zusehen, dass wir nicht erwischt werden. Nicht entdeckt werden. Ich höre hier irgendwo irgendwen laufen bestimmt. Also hier ist niemand gerade. Du bist unerlaubt hier, wenn du bleibst. Okay. Out of order. Jetzt bin ich neugierig. Da ist jemand. Okay, da sind... Wo muss ich denn hin? Was haben wir denn da? Digi-Dietrich und Dichtmittel. Dichtmittel können wir gebrauchen. So, wo müssen wir hin? Wenn wir hier nicht... Ah! So, reaktives Messgerät. Okay, wir müssen hier durch die Lüftungsschächte. Ist auch mal interessant. Das war laut, dass das niemand gehört hat. Haben wir jemanden, den wir noch nicht gesehen werden? Ist hier auch noch jemanden? Wir müssen langsam sein und leise. Solange die Person uns nicht gesehen hat, ist alles gut. Da haben wir wieder den nächsten. Boah, dass die auch alle genau so dastehen. Finde ich auch schon ein bisschen gruselig. Machen wir lieber hier schnell zu, dass keiner mitkriegt, dass wir hier sind. Okay, da sind jetzt zwei Dinger. Bin ich auf der richtigen Etage? Das ist ein cooles Bild. Ist nicht die richtige Etage. Okay, dann vielleicht noch eine Etage höher. Oder noch eine Etage höher. Das sieht nach der richtigen Etage aus. Einmal schnell speichern. Für den Fall, dass wir erwischt werden und am Arsch sind, dass wir nochmal neu laden können.
So. Okay, da vorne haben wir den nächsten. Puh, ich dachte schon. Können wir hier so entlang? Okay. Okay. Wo will der hin? Ganz kurz Panik gehabt. Okay, der ist da hinten. Oh, der hat sich wieder bewegt. Sei nicht dumm! Halt sofort! Geladen. Wir hatten hier gespeichert. Das war jetzt ein bisschen doof gelaufen für uns. Ja, der Ladebildschirm wird aber auch wieder lange dauern. So, neuer Versuch. Oder warte mal, da war ja auch noch eine Tür. Das ins Bad führt. Hier gibt es aber, glaube ich, keinen Wege. Nope, hier war nichts. Ich wollte jetzt aber auch nicht erwischt werden, entdeckt werden. Wie hoch sind unsere Schleichenskills eigentlich? Wo war denn das? Fitness? Hier schleichen? Nicht allzu gut. Wir müssten ein bisschen mehr skillen. Die eine Person ist hier ja schon da. Da ist der andere. Das gefällt mir gerade gar nicht. Versteck mich einmal ganz kurz hier. Vielleicht speichere ich noch einmal kurz hier. Nur um sicher zu gehen, dass wir nicht hier, ist wieder verkacken. Die will sich jetzt bewegen, okay. Halt! Im Namen des Gesetzes! Du hast hier nichts zu suchen. Scheiße. Das wird nicht einfach hier, okay. Hier durchzuschleichen, das ist echt eine. Also ich will hier nicht die Leute kaputt ballern. Ich möchte schon schaffen, dass Ryujin stolz auf uns ist. So, der scheiß Roboter. Ich hoffe, der hat mich jetzt nicht gesehen. Fangen wir erst. Oh, Gigi Dietrich. Und noch ein Credstick. Credstick. Credits.
So. Hier müssten wir, glaube ich, rein. Oder? Ah, okay. Einer ist hier, einer ist noch eine Etage höher. Dass die da ist, gefällt mir gerade gar nicht. Ich passe auf, dass die da wegkommt. Ich will unentdeckt bleiben, also schaffen, dass wir hier rein und raus spazieren, ohne einmal gesehen zu werden. So, die läuft da hinten irgendwo hin. Der ist jetzt auch nicht in der Nähe. Machen wir das hier und das hier. Warum muss die hier hingucken? Warum muss die ausgerechnet in diese Richtung gucken? Ich glaube, ich muss dahin, wenn die dort ist. Ich glaube, vorher wird das nichts. Noch einmal ganz kurz speichern. Das ist ja beschissen. Wir haben gespeichert. Das war ja jetzt richtig beschissen. Wie komme ich an die vorbei, ohne entdeckt zu werden, an diesen einen Raum? Gab es da noch einen anderen Weg? Die Handelsaufsicht wahrt eine neutrale Beziehung zu allen Fraktionen. Okay, die wird sich jetzt einmal drehen. In dem Moment, wo die sich dreht, gehen wir hinterher und machen ganz schnell hinter uns die Tür zu. Na, aber warum kann man hier... Oh! So geht's auch. Ah, ich habe eine Idee, wofür das ist. Okay, wenn wir den einen Raum da unten haben, den einen Computer, dann können wir hier hoch und den nächsten machen. So, wir hatten ja gespeichert. Ja, die sieht uns jetzt gleich wieder. Ah, verdammte Scheiße. Was soll denn das? Ich will doch nur in Ruhe hier meinen eigenen Arbeitsplatz infiltrieren. Was kann daran so schwer sein? Ist jemand wütend auf dich, den du... Okay, ich wollte das gerade lesen. So, okay, dann warten wir jetzt wirklich, bis die jetzt dahin geht. Wir haben das ja jetzt entdeckt, dass wir da von da wieder nach oben können. Wie kommen wir jetzt an ihr vorbei? Die macht uns das Leben schwer gerade. So, jetzt bewegt die sich. Das heißt, jetzt können wir hinterher. Ja. Und machen die Tür hinter uns zu. So, hier haben wir den ersten Computer. Und Camdens Computer. So, Rover. Führe nächstes Programm auf Camden. Okay, führe nächstes Programm auf Ularus Computer.
Nutzer unbekannt wird abgerufen. Programm wird ausgeführt. Festplatten werden gesucht. Standard 3, Verschlüsse 2, Gesamt 5. Dekonstruktion von Netzsicherheitsblocks läuft. Dekonstruktion abgeschlossen. Zugriff auf Festplatten. Dateien werden kopiert. Kopieren abgeschlossen. Kopieren abgeschlossen. Verlauf wird gelöscht. Verlauf gelöscht. Einsteigerschloss hacken. Ah, nö, brauchen wir nicht. Wir haben nicht so viele Dietriche, aber das können wir jetzt noch einmal schnell speichern. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben gespeichert. Bleib stehen! Warum passiert mir das immer? Ja, dieses Spiel laden, hallo, ja. So, baue an deinem Außenposten einen Transferbehälter, um Fracht zwischen deinem Schiff und dem Außenposten transferieren zu können. Oh, das ist cool. Muss ich auch mal schauen, dass ich das mal mache. Wir haben Außenposten, aber wir nutzen die gar nicht. So, okay, auf diese Art schaffen wir das. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Gut. Dann gehen wir jetzt hoch. Und hoffentlich unentdeckt. Ich bin echt ein schlechter Dieb, kann man sagen. Wenn ich die ganze Zeit erwischt werde. Oh, da hoch muss ich jetzt. Noch einmal speichern. Jetzt wird mir der Weg sogar angezeigt. Und da sind Gegner. Da sind Leute, die mich sehen könnten, rein theoretisch. Wir haben gespeichert. Oh, der Roboter. Wehe, du siehst mich. Puh, gut. Du machst es nur noch schlimmer für... Alter. Gut, dass wir gespeichert haben. Also ich frag mich auch, wie soll ich hier bitte vorbeikommen? Zur Eisengruppe der anorganischen Ressourcen gehören Alkane, Tantalum und Ytterbium. Kenne ich allesamt gar nicht. So, okay. Wie kommen wir an denen vorbei? Unentdeckt. Die geht jetzt da irgendwo entlang. Wer sieht mich? Dieser Problem. Nein! Bleib stehen, wenn du weißt, was... Alter. Was ist mit ihr das Problem gerade? Die hat irgendwie Probleme mit der Wegfindung. Um ein gegnerisches Schiff entern zu können, muss dessen Antrieb deaktiviert werden. Ja, das haben wir schon mittlerweile rausgefunden. So,
Okay, die eine hat Wegfindungsprobleme. Und der Roboter macht mir auch Probleme hier. Roboter. So, jetzt könnte ich es aber schaffen. So, gibt es hier irgendwie einen Weg nach oben? Aber wir sind durch. Wo muss ich hingucken gerade? Da. Ich speichere hier jetzt auch noch einmal. Ich muss hier durch, während ich von da noch gesehen werden kann. Ich bin so am Arsch. Puh. Verdammt. Verdammt, da war ich jetzt selber schuld, weil ich mit Jetpack gesprungen bin. So, die Fans von Taiyo Astroneering lieben die Art, wie der Hersteller Form und Funktion vereint. Enthusiasten sehen diese Schiffe als Kunstwerke. So. Ich hoffe, die haben diesmal keine Wegfindungsprobleme. Die da hinten machen mir aber richtig Angst. Bitte sieh mich nicht, Roboter. Bitte sieh mich nicht. Roboter, nein, bitte sieh mich nicht. Nein, 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 bitte nicht, nein. Dieses Gebiet ist gesperrt. Bitte gehen Sie. Sie haben hier keinen Zutritt. Macht er mir jetzt Ärger? Kriege ich jetzt einen Sie Kopfball? müssen gehen. Ich warne Sie nicht erneut. Verlassen Sie augenblicklich dieses Gebiet. Ich eröffne Feuer. Verdammt. Okay. Jetzt war ich wirklich neugierig. Das wird eine schlimme Folge. Das tut mir wirklich leid. Das wird eine richtig schlimme Folge, nur am Laden hier. Wie werde ich den los? So, oder gibt es hier irgendwo eine Möglichkeit, anders dahin zu kommen? Also Befürchtung, dass ich mich eher dort verstecken muss. Ich könnte mich hier direkt schon sehen. Traumapack nehmen wir mit. Da muss ich irgendwie hin. Ganz leise und schnell an ihm vorbei. Ich bin an ihm vorbei. So, wie sieht's da oben aus? Da muss ich hin. Okay, wir sind zumindest hier. Hier speichere ich noch einmal. Nur um sicher zu gehen. Dass wenn wir dann jetzt... Bleib stehen, wenn du weißt, was... Die hat mich jetzt gesehen. Okay. Ich dachte, es sieht mir jetzt hier irgendwo jemand anders noch.
Spacer sind nicht organisiert und folgen keinem gemeinsamen Kodex. Das Wort bezeichnet alle möglichen Übeltäter im Allgemeinen. Ah, okay. So, also die Person bewegt sich jetzt. Sei nicht dumm! Wie hat die mich jetzt hier gesehen, hä? Ne, jetzt ernsthaft. Wie hat die mich jetzt gesehen? Leben ist normalerweise auf Planeten und Monden anzutreffen, deren Atmosphäre warm genug für flüssiges Wasser ist. Ja, das war jetzt beschissen. Wie? Du machst es nur noch schlimmer. Wie? Ich glaube, ich muss mich jetzt eben ganz schnell irgendwo verstecken. Security. Keine falsche Bewegung. Ich versuche mal mitten überzeugen. Netter Versuch, aber das Gebäude ist Sperrzone. Du kannst also nicht legal hereingekommen sein. Hey, alles gut? Besteht kein Grund zur Sorge? Wenn du es sagst. Es gibt auch keinen Grund für uns ein Problem zu haben. Das führt doch zu nichts. Sorry, ich will auch keinen Ärger machen. Ich will das einfach nur durchsprechen. Es gibt nichts zu bereden. Ich habe mich klar ausgedrückt. Genug geredet. Ich lade nochmal. Das will ich mir nicht gefallen lassen. Das will ich mir nicht gefallen lassen. Die Liga der selbstbestimmten Siedler, LISS, ist ein locker organisiertes Bündnis von Homesteaders. Oder Homesteaders. Okay. Ey, das mit ihr hat mir jetzt gar nicht gefallen, dass ich jetzt so einen beschissenen Punkt gespeichert habe. Du machst es nur noch schlimmer für dich! Verdammt! Entwischt! Kann ich einen vorherigen Speicherstand nehmen, eben? Ich hoffe, das war jetzt der richtige. Ich hoffe wirklich, dass ich das irgendwie hinkriege, ohne von der einen da oben entdeckt zu werden. Ich muss das anders timen. Ach nein. Ich habe hier zuletzt gespeichert. Nein. Die wir automatisch speichern. Verdammt. Jetzt habe ich wirklich ein Problem. Scheiße. Ist es nur ein Schnellspeicher-Slot da oder wie? Okay, das haben wir verkackt. Achso. Die dürften mich jetzt eigentlich aber gar nicht mehr sehen. Ich habe jetzt aber wirklich ein dickes Problem, was das angeht. Kontakt zum Ziel verloren.
Es wäre so schön gewesen, hätten wir das geschafft, ohne entdeckt zu werden. Jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass die uns wirklich verlieren. Okay, da unten, die suchen uns noch. Wie jetzt? Ich muss hier runter. Ach nö. Ich lade das noch einmal, weil das ist etwas, was mir jetzt gerade richtig auf den Sack geht. So, das SNN hat... Bleib stehen, wenn du weißt, was gut für dich ist! Halt! So, kann ich wieder zumachen? Irgendwie? So, jetzt warte ich ab, bis die mich wirklich verloren haben. Bis das Zeichen da oben wirklich weg ist. Jetzt müssen wir warten. Anders kommen wir ja von dieser Stelle hier nicht mehr weg. Dann haben wir das halt einmal verkackt. Die uns gesehen hatte, die liegt da jetzt erstmal kaputt. Die anderen haben uns noch nicht gesehen. Vielleicht ist das Spiel so schlau und kann damit hier irgendwie was anfangen. So, die Vorsicht muss jetzt endlich durch sein, da oben. Dass sie nicht mehr vorsichtig sein muss. Das Ziel ist vermutlich längst weg. Liegt die da noch tot? Die liegt da noch K.O. Das wird Dingens hier nicht gefallen. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr in Schleichen investieren sollen. Ne, ich mache das dann mal vielleicht jetzt einmal so, dass ich das anders speichere. Hier ganz unten, Yxel. So. Und dann hier rum gehe ich mal von aus. Okay, da unten ist schon mal einer. Zwei. Die aber auch schon jetzt aufmerksam suchen und gucken. Aber ich hoffe, die bemerken uns nicht hier oben. Ich muss auch hier entlang. Okay. Ich laufe mal ein bisschen langsamer, damit ich leiser bin. Fällt mir gerade gar nicht. Jetzt bin ich am Arsch, wenn der mich sieht.
Bereich sicher. Boah. Ich hab gerade wirklich Panik, wenn uns hier jemand sieht. Boah, der Roboter da unten. Ich dachte schon. Okay, hier ist der nächste. Und ich muss da lang. Sein Blickwinkel gefällt mir gerade gar nicht. Hier kommt aber auch zum Glück jetzt gerade keiner. Ach nö. Jetzt muss er auch noch in die Richtung gucken, ey. Bitte beweg dich jetzt, ja. So ist richtig. Was haben wir hier? Ein Schotti. Ach, das ist ein Schotti, okay. So, Ularus Computer. Müssen wir jetzt auch nochmal machen. Rover. So, verlasse den Ryujin Tower. So, das speichere ich jetzt auch lieber einmal so. Ernsthaft, es gab hier einen Lüftungsschacht rein. Wir wurden nur einmal entdeckt. Offiziell. Inoffiziell ein paar Mal mehr, aber wir haben einen geladen. Ich hoffe, es zählt als erfüllt, ohne Schwierigkeiten, also jedenfalls ohne Tote. So, was haben wir denn da? Pferde, Bodencrew, Rucksack, nehmen wir mal mit. Die Dietrich, Waffenkoffer. Das nehmen wir mal mit. Igel nehmen wir mal mit. Was haben wir hier? Barrel Messer, Credits, leichter Teilchenzünder, Dysprosium, Carbonsäure. Ist das meine Bezahlung? Dann nochmal Credits. So, da ist unser Schiff. Ja, wie komme ich von hier jetzt heile runter? Damit irgendwie? Anscheinend. Ich habe die Befürchtung, hier ist noch nicht alles vorbei. Oder vielleicht auch doch. So, ich bin unerlaubt hier, okay. Wo muss ich denn lang?
Oh. Ja, gut. Das nehmen wir mit. Und gehen wir runter. Das. Ja. Sehr komplizierte Quest, kann man sagen. Wenn wir besser an Schleichen wären, dann wäre das nicht passiert. Wir müssen mehr ins Schleichen investieren. Haben wir überhaupt einen Skillpunkt? Nein, wir haben keinen Skillpunkt. Okay, wir bräuchten aber auch um die 400 Skillpunkte, um hier alles voll zu machen. Okay, diesen Weg. So, und da geht's weiter. Okay, wieder nach oben. Nix Wohnung. Ach so, hier wohnt sie. Ich bin unerlaubt hier immer noch. Du hast es echt geschafft. Der Ryujin-Wachdienst lässt nach. Die Ryujin hat die beste Security, die man sich vorstellen kann. Aber ich bin einfach gut. Eigentlich seltsam, dass die noch niemand gestürzt hat. Niemand wird Ryujin je stürzen. Das ist eine Creditgrube für Bayou. Wenn man Ryujin ausschalten will, geht das nur mit mehr Geld, als irgendjemand zahlen würde. Sonst würde Bayou das nie zulassen. Und jetzt nehme ich bitte das Programm zurück und sehe mir die Daten an. Okay, ich warte auf nix. Alter, was? Das hätte ich gerne hier. Für mein Streamingzimmer. Wie Das sehr ernsthaft? Programm, das ich dir für Olarus Computer gegeben habe, öffnet mir quasi die Hintertür. Ich sehe einfach alles. Also sehen wir es uns an. Erst ziehe ich Mr. Chos Informationen. Das wird meinen Kunden sehr erfreuen. Und jetzt zu Miss Chen. Ularu hat eine beeindruckende Verschlüsselung, aber ich kann sie natürlich knacken. Umgehe Schutzmaßnahmen. Starte Entschlüsselung. Dürfte nicht lange dauern. Scheiße, bin ich gut. Ging schneller als gedacht. Ich speichere für Dalton einige Dateien. Darunter den Zugangsverlauf und alles, was mit dem Dominion-Projekt zu tun hat. Ich baue noch eine neue Entschlüsselung ein, damit nur er sich das ansehen kann. Und fertig, das war's. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Ich habe die neu verschlüsselte Slate. Sieht aus, als hätte Ryujin eine spaßige Zeit vor sich. Streng genommen soll ich nicht nachsehen, aber wenn meine Software läuft, sehe ich quasi zwangsläufig, was los ist. Ich bringe die Slate gleich zu Dalton. Mach das. Hier ist die Slate. War wie immer schön, Geschäfte mit Ryujin zu machen. Jo, ich hoffe, ich krieg keinen Ärger. Wieso steht da immer noch, ich bin unerlaubt hier? Oben in der Ecke. Ich bin doch schon lange aus Ryujin raus. So, beziehungsweise ich würde jetzt erst einmal irgendwo mein Cockpit bezahlen wollen. Die 350 Credits, die
Du bist unerlaubt hier. Wenn du bleibst, wird es gefährlich. Ich bin... Ich habe keine Ahnung, wie lange noch diese Anzeige da oben bleibt. Wie lange bin ich noch unerlaubt hier? Von da, okay. So, wo ist Dalton? Da hinten. Ich bin unerlaubt hier. Was soll denn dort? So. Dalton? Nun, ich darf dir wohl gratulieren. Es gab zwar ein paar Meldungen, aber nichts, was einen Alarm ausgelöst hätte. Nix hat alles problemlos entschlüsselt. Das hier hat er mir gegeben. Ja, ich war erfolgreich, aber du solltest dich definitiv um ein paar Sicherheitslücken kümmern. Wir kümmern uns darum, sobald wir aufgeräumt haben. So, was haben wir denn hier? So, wann bin ich wieder erlaubt hier? Kaum zu glauben, aber jemand hat von außen auf Ularus Dateien zugegriffen. Sehr kompliziertes Tracing. Erstaunlich, dass Nix das alles nachvollziehen konnte. Verdammt. Und da ist die Täterin. Imogen Salso. Senior Operations Specialist. Und eine der wenigen, denen ich das zugetraut hätte. Das kann nicht sein. Das glaube ich einfach nicht. Jemand muss ihr eine Menge Credits zahlen, sonst würde sie Riordan nicht so hintergehen. Entweder das, oder sie ist extrem wütend auf jemanden in der Firma. Bevor wir schwerwiegende Entscheidungen treffen, muss ich sie befragen. Ich will, dass du in ihr Büro gehst und sie herbringst. Sie darf nichts unternehmen, bevor ich nicht Gelegenheit hatte, mit ihr zu reden. Ich behalte sie gut im Auge. Sowas würde sie nicht wagen, nicht solange ich hier bin. Willst du sie dir nicht selbst vornehmen? Und wenn sie flieht? Wenn sie flieht, beweist das wohl ihre Schuld. Und du musst sie leider eliminieren. Imogen würde es niemals zulassen, dass du sie überwältigst und herbringst. Sie weiß, welches Schicksal denen droht, die diese Firma verraten und geschnappt werden. Willst du sie denn nicht selbst von... Ich will nur eine Szene vermeiden. Wir können keine wilden Gerüchte brauchen. Okay, ich behalte sie gut im Auge. Gut. Das Schwierigste in der Geschäftswelt ist es vielleicht, Wahrheit und Lüge auseinanderzuhalten. Oh, drei Dinge, die drei bekommen. Okay. So, die Schuldigen. Da muss ich hin? In der Operationsabteilung. Okay, dann gehen wir mal runter. Bin ich denn wieder erlaubt hier? Weil die Mission jetzt zu Ende ist, frage ich mich. Guten Moin. So. Lass mich raten. Du suchst Imogen? Ja. Wie du sicher schon gemerkt hast, ist sie nicht hier, was sehr schade ist. Sie muss nämlich noch einige Dokumente unterschreiben. Sie ist sehr gut darin, Schreibtischarbeit zu vermeiden. Greif bitte auf deine Quellen zurück und sag mir, wo Imogen ist. Ich kann es ihr nicht verübeln. Ein Schreibtischjob fühlt sich wie reine Zeitverschwendung an. Ja. Tja, die Schreibtischarbeit hält deinen Credstick voll und die Firma zwei Schritte voraus. Also, warum suchst du Imogen? Hat sie Ärger?
Das ist vertraulich. Wende dich an Dalton. Du hast kein Recht, mir Fragen zu stellen. Ich bin nicht hier, um zu traten. Sag mir einfach, wo Imogen ist. Du bist doch diese Spaßbremse. Imogens letzter Aufenthaltsort war Frankie's Grab and Go, was natürlich nur eine Fassade für das Seoka-Syndikat ist. Wenn du sie jagen willst, musst du dir das vom Management genehmigen lassen. Dalton ist wohl am besten. Alles gleich, rede dann mal mit Dalton. Gut, würde sicher ein unschönes Drama geben, wenn du über seinen Kopf hinweggehst. Wobei das ein rechter Spaß wäre. Bringt ein bisschen Abwechslung rein. Viel Glück bei der Suche nach Imogen. Ach ja, und falls du sie tatsächlich findest, sag ihr, dass ich dir geholfen habe. Okay, und wir sind immer noch unerlaubt hier. Warum? Warum ist das jetzt mit dem Unerlaubt die ganze Zeit hier? Ich glaube, mein Spielstand ist mittlerweile so verbuggt. So, Manager Büros. Erstmal mit Dalton reden. Seine Erlaubnis einholen. Dalton? Keine Imogen. Hat sie uns wirklich schon durchschaut? Laut Yuko wurde sie zuletzt in Frankie's Grab and Go gesehen. Klar, dass Yuko das weiß. Wenn Imogen zum Syndikat gehört, kann ich dich nicht einfach auf sie ansetzen. Du musst mit Benjamin Bayo reden. Wir müssen sicher gehen, dass er von der Situation weiß. Mit etwas Glück hilft er uns sogar, Imogen zu kriegen. Warum muss ich zuerst mit Bayo reden? Bayo kontrolliert das Seoka-Syndikat. Wenn du da reinspazierst, ohne es vorher mit ihm abzusprechen, sieht er das als Verletzung unserer Geschäftsbeziehung. Ich kann Imogen selbst schnappen, ich brauche keine Erlaubnis. Ich sage ihm Bescheid und sichere uns seine Unterstützung. Gut, denn ansonsten nimmt das eine Komplexität an, für die uns die Zeit fehlt. Geh zum Trade Tower, aber sei möglichst diskret. Sag Bayou, dass du im Auftrag von Ryujin kommst. Er will vielleicht Credits oder einen Gefallen. Egal was, gib es ihm. Das sagst du so einfach. Du musst ja keinen Finger rühren. Ich habe meine Grenzen. Über welche Art Gefallen reden wir hier? Nichts, was du nicht schon kennst, vermutlich. Bayou ist Geschäftsmann. Wenn er einen Gefallen fordert, ist er wohl ganz ähnlich wie deine bisherigen Aufträge hier. Das sagst du so einfach. Glaubst du, mein Job war leicht, seit wir von dem Maulwurf wissen? Du hast keine Ahnung. Wir arbeiten rund um die Uhr an Sicherheitsupgrades, führen Background-Checks zum vierten Mal durch und durchkämmen Timelines. Bring sie nur bitte lebend her. Wenn sie wirklich der Maulwurf ist, hat sie einige Fragen zu beantworten. Wenn sie Widerstand leistet oder fliehen will, müssen wir das wohl als Schuldeingeständnis werten. Und du musst sie leider eliminieren. Wenn Imogen schuldig ist, wird sie dafür mit ihrem Leben bezahlen. Fände ich überhastet, sie zu töten. Vielleicht hat sie ja Komplizen. Ist das nicht ein bisschen extrem? Können wir nicht die Behörden einschalten? Na, verstanden. Imogen könnte dieser Firma mit ihrem Wissen gewaltigen, irreparablen Schaden zufügen. Sie kennt die Konsequenzen eines Verrats an Ryujin. Das macht sie gefährlich. Sollte tatsächlich das Schlimmste eintreten, würde ich dich nur bitten, gründlichst nach irgendwelchen Beweismitteln in ihrem Besitz zu suchen. Ich hoffe, dein Urteilsvermögen wird nicht getrübt, weil ihr euch kennt. Benjamin Bayou. Ich habe nicht so gute Erfahrungen mit ihm bisher gemacht. Sagen wir mal so. Ich glaube, der wird nicht schön auf mich zu sprechen sein. Ebene wählen. Lobby. So, und weh, da steht oben in der Ecke immer noch. Hier, ich bin unerlaubt hier. Eigentlich müsste ich wieder erlaubt irgendwo sein, ja? Die Quest ist vorbei.
So. Die haben alle mittlerweile Wegfindungsprobleme. Warte mal. Ah, okay, hier ist schon richtig mit Benjamin Bayou. Kann ich nicht Bayou einfach erschießen? Ich bin auch wieder unerlaubt hier. Was soll denn der Scheiß? Ah, doch, in die Richtung. So, da ist er jetzt. Guten Tag, der Herr. Ich habe niemanden kommen lassen. Was willst du? Dalton Fiennes schickt mich. Ich bräuchte deine Erlaubnis, das Versteck des Syndikats zu betreten. Ah, für einen alten Freund kann ich immer Zeit freischaufeln. Und was wäre der Grund dafür? Ryujin ist ein Verbündeter. Aber besonders Dalton weiß, dass ich nichts unbedacht tue. Wir suchen eine Verdächtige, die beim Syndikat untergetaucht ist. Besprich das mit Dalton Fiennes. Ich habe dafür keine Zeit. Solange die Syndikatsmitglieder selbst nichts damit zu tun haben? Pass auf. Ich sorge dafür, dass dich das Syndikat reinlässt, falls du eine Kleinigkeit für mich erledigst. Die beiderseitigen Vorteile sollten eigentlich ausreichend sein. Und welche beidseitigen Vorteile wären das? Ich versuche das mal. Ich spreche dir, das bleibt zwischen uns beiden. Du weißt, was gut für Ryujin ist, ist auch gut für Neo. Eine kleine Geste des guten Willens könnte später eine große Auswirkung haben. Du hast nichts zu verlieren, wenn du mich reinlässt. Tut das mal. Aber ich habe auch nichts zu gewinnen. Ich habe langsam eine kleine Geste des guten Willens. Langsam klingt es nach einem guten Deal. Okay, du redest viel und ich schätze, wenn es um eine beiderseitig vorteilhafte Situation geht, gibt es keinen Grund, solch einen kleinen Gefallen zuzulassen. Triff dich mit Miss Moore im Frankies. Ich teile ihr mit, dass du kommst. Sie dürfte dir also keinen Ärger bereiten. Das Syndikat lässt dich vielleicht allgemeine Bereiche durchsuchen, aber falls dich jemand beim Schnüffeln in Privatquartieren erwischt, dann solltest du auf Gegenwehr vorbereitet sein. Okay, gut zu wissen. So, dann gehen wir mal wieder runter. So, auch ins Frankies. Hieß doch Frankies, oder? Frankies and Go oder so ähnlich. Yay, aua. Also mach einen drauf. Hä? Das Hotel, wo liegt? Hä? Schlaf bei uns. Apotheke, Reliance Medical. Ich wollte schon sagen, will das Ding hier mich verarschen? Weil das Spiel ist aber auch echt buggy. Manchmal. Ja, aber okay, typisch Bethesda-Spiele. Typisch. So. Ah, hier. Frankie's Grab and Go. Okay, da haben wir's. Aber dann würde ich sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter.
Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.